Oh, fucking shit! Northberry Grove is a quaint forest community. The serenity and solitude of Northberry Grove is far removed from the chaos and cultural cacophony of Spectre City, just a few hours away. But on one fateful night, this humble community will be shaken to its core by the harrowing crimes of a cold-blooded killer. Connor and Crystal are among the dozens traveling to Spectre Forest. Deep within the woods is the Rock the Warehouse Music Festival. They've arrived early to get their volunteer passes from their friend, Grace Bailey. Little do they know, they should have set this one out. Guten Abend und willkommen zu meinem ersten richtigen Horrorspiel auf diesem Kanal. Und wie man vielleicht jetzt schon erkennt, es ist in einem 80er-Jahres-Stil, so Richtung Synthwave und sowas. Ich mag den Scheiß da ziemlich gerne. Und wenn man das so sieht, dann muss ich wohl mich einfach dementsprechend auch anpassen. Einen Moment. Spectre Forest, the night before the festival. So, ich bin, denke ich, passend gekleidet für dieses Spiel. Man sieht, es ist ein sehr, vom Grafikstil sehr schlichtes Spiel. Was ein cooles Design. Und ich mag eigentlich diese schlichten Horrorspiele am liebsten, da die meistens mehr auf die Atmosphäre aufbauen, anstatt einfach auf billige Schocker oder sowas in der Art. So, und was ist my backpack? Everything I have to my name. It's not much. Ja, okay. Du hast noch ein Auto. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, was kann man noch? Man kann rennen, soweit ich weiß. Ja, man kann crouchen. Ja, okay. Springen? Springen auch. So, und durch Anklicken tu mir Sachen lesen. Ja. Victor. Was? Crystal. Ah, okay. Cooles Design. Dann sind wir anscheinend Connor. Grace hasn't picked up the phone in her hours. They're probably wasted. Ja, wahrscheinlich. Kann ich mich hier hinsetzen? Nope. Ist im Übrigen ein cooler VHS-Effekt hier. Mein OBS ist am Anfang ganz abgekrebelt. Ich muss das jetzt im Windowed-Modus spielen, weil das sonst nicht aufnahmefähig ist. Ach, ist ein Tunnel. Ja, okay, ich geh da mal. Jetzt schon keinen Bock mehr. Geht nicht, okay. Was ist? Was ist? Ist das ein fucking Alienschiff? Werden wir überfallen? Moment, ich kann ja rennen. Ich muss meine Maus anders sehen, Ding. Alter, ist das hier ein Lärm? What the fuck? Was ist das? Hä? Der Tunnel ist weg. Da ist er. Okay. Was soll war das hier? Okay, ich schieb jetzt schon Paranoia. Okay. Was haben wir hier? Ein Auto. Ein offenes Auto, ein Taxi sogar. Kann ich damit wegfahren? Tschüss. Ein abandoned car. Ja, eigentlich. Die ist super. Stiefel car running like that. Ja, echt. Das meine ich ja. Normalerweise gleich einsteigen, wegfahren. Beste. Einfach so ein Auto geschenkt bekommen. Für nichts. Das hat sogar einen Unfall gebaut. Kann man da was lesen? Irgendwas Cooles? Nö. Okay. Komm, Crystal. Komm, geh mit mir ins Dixie-Häuschen. Es geht sogar auf. Komm, Crystal, rein mit uns. Was ist das? Oh. Ein Smartphone. Es ist gar nicht so 80er Jahre mäßig, wie ich gedacht habe, anscheinend. Tomorrow. Es ist gecrackt, ich kann es kaum lesen. Add a Spectre. Civic. Honda Civic. Thank you so much for this opportunity. I really appreciate it. I'm currently headed to the King's Comfort Motel and I will see you tomorrow. Have a great evening. Okay. Was zum... Wieder so ein komisches Geräusch. Es ging, als sie ein Pferd angeritten kommen. Ist noch ein Auto? Ein LKW auf der anderen Seite von dem Zaun. Ah.
All Cannon. Was zum? Du stehst ein bisschen seltsam da, Mädchen. Oh. Komm, Crystal. Rein hier. Oh, da ist schon Gras drin, da wollen wir nicht rein. Oh. Ein Schrottplatz. Why is it locked? Where the hell is everyone? We need to cut this lock. Ja. Die erste Idee, was er hat. Da ist ein Schloss. Warum ist das verschlossen? Erstmal kaputt machen. Mrs. Dress Festival Needs. Was? Ich kann den Scheiß kaum lesen. Trees. Trees, ne Dress. Ich sollte die Brille vielleicht wieder ausziehen. Irgendwie. Es war lustig so jetzt zum Gucken, aber wirklich zum Spielen. Wo? Oh, was hat das? Was zum. Eine Lavalampe. Komm ich rein? Tatsache. Oh, geil. Mega gemütlich. Der Check-in-Computer. Grace Check-in. So, she's been here. He's checked in. She's checked in. So rum. Oh, yeah. Coole Mucke. Echt coole Mucke. Von wo kommt die? Erstmal Kopf kratzen. Kommen die von hier? Pierpong-Table. Hä? Oh, ist weg. Okay. Was ist das für Musik? Erstmal abdancen. Auf Crystal, leg los. Yeah. Auf den Tisch. Okay, ist. Wo muss ich denn hin? Wo wollen wir denn hin? Ist es ein Bong? Ist das ein fucking Bong? Von hier kommt die Mucke. Das ist die Bong-Mucke. Auf dem Bong-Tisch. Yeah. Der Bong-Tisch-Tanz. Okay. Ich häng am Bong. Ich bin hängen geblieben. Die Drogen waren zu stark. Ist mal kein Flachs. Ich muss hier gar nicht hin, kann es sein? Was ist das für ein komischer Stuhlkreis? Oh. Was haben wir hier? We should look around the parking lot. You're free parking, irgendwas, okay. Super mega dramatische Musik. Ah, wir sollten gucken, ob wir einen Parkplatz hätten. Tudum. Kann ich hier rein? Ist das die Parking Lot Scheiße? Okay. Oh, fuck me. Dup, tschüss. Crystal bleibt draußen. Es reicht schon nicht, sterb. Fahr wieder heim, Mädchen. Ach, leck mich doch. Ich bin eigentlich kein großartiger Horrorspieler. Hör ich da was? Hör ich da komische. Okay, ich höre irgendwas laufen. Aber ich sehe nichts. Erstmal hinherrennen. Dinge, die sich bewegen, sind nicht so leicht zu fangen. Aber ich glaube, das sind bloß Geräusche, die einen nervös machen sollen. Ja, okay. Ich habe eben leicht einen Schauer bekommen. Gut, sehr gut. Ich hätte das Spiel nicht spielen sollen. War ein Fehler. Ich war zu neugierig. Ich war einfach zu neugierig. Holy fuck. Kann ich hier runterkriechen? Fuck, nope. Tja, ich scheine in ein Haus rein zu müssen. Aber ich werde nun die Brille ausziehen. Nein, ich lasse sie an. Es ist Theme. Ist mir egal, ob ich nichts sehe. Das muss. Die Brille muss einfach jetzt. Mach auf den Scheiß. Kommen beide Türen auf. Cool. Light Rich Heights. A television. It's a woman crying about her baby. Sounds like she lost it. This is sad. An old VHS tape. VHS. All the rage right now. It's all the rage right now. Ehrlich? Old phone. I wish it worked. Ja, echt. Alter, was? Old radio. Machen wir die Tür damit zu. Danke sehr. Kann ich's anklicken?
anyone camp in the woods. A killer is at large in the area. El Canon's long abandoned factory has been an eyesore for... So eine Factory, eine Fabrik can use this and there is no power. I can't use it. Or partition. Was haben wir hier? Okay, das sieht doch mega einladend aus. Hallo? Ist hier irgendwas? Kann ich aufmachen? Nö, schade. A plate. These don't look old. It's kind of weird. Ja, gell, irgendwie. Vielleicht leben hier ein paar Obdachlose. Hier ist auch was zu saufen, das brauche ich jetzt. Geht leider nicht, schade. Okay. Ja. Okay, die Steuerung ist ein bisschen ass, also die wird mir noch den Kopf kosten, glaube ich. Was haben wir hier? A small poster. Some bolt cutters and a way out of here would be nice. I need to open the fence. Das steht auf dem Poster? In the emergency. Was? In the event of an emergency. Please. Oh, du kannst es auch gut lesen. Please remain calm and stay in your current position. Ja, ich glaube auch. Ne, tschüss. Was haben wir hier? Keycard. Maybe this keycard can open a door? 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 Okay, Moment. Oh, schick fest! Oh, wie das zu den Scheiß? Mach zu! Oh, fuck, nein! Okay. Hallo? Nope. Hallo? Nope. Hallo? Nope. Hallo? Nope, okay. Oh! Oh, oh nein. Muss ich mich verstecken später? Ja. Oh Gott, das ist mega creepy. Scheiße. Piss mich jetzt schon ein. Ist eine Wand? Achso, ist die Rückwand. Hält. Mach mal zu. Was haben wir hier? Hallo! Einfach nur Müll. Was ist das bitte für ein Raum? Da war abgesperrt. Da ist Müll drin. Wie haben die den Müll da reinbekommen? Da ist eine Decke. Von wo kommt der Müll? Al Cannon Industries. Industries. Macht so den Scheiß. Mach hier mal auf. Eine geile Couch hier. Kann ich hier was trinken? Kann ich mal lesen, was da steht? Irgendwas mit Cola, was ist das? Was? Swimmers. Swimmers Choice. Sind das fucking Spermien? A Tank. Old VHS Tapes. Eine coole Couch. Moment, hier geht's hoch. Das ist auch irgendein cooles Bild. Von Hitler. Ist ein Bild von... Ne, ich dachte mir schon, das schaut aus wie ein Schnurrbart. Eben war ich kurz verwirrt. Moment, aber was ist denn hier? Hier sind ja auch noch Türen. Was ist hier zum Beispiel drin? Nichts. Hier? Alter, das ist... Liegt das an der Maus oder liegt das an dem Spiel? Die Steuerung ist total clunky. Was ist das? Ein Old Grandfather Clock. Das, was hier unten ist. Okay, so geht die Flashlight aus. Hab ich jemand angelockt? Sterbe ich jetzt? Pff, wie abrupt es stoppt. Pff. Oh, ich höre was. Erstmal kurz mein Zimmer umschauen. Ist alles in Ordnung? Ja, okay. Oh, Scheiße. Ah, okay. Schon kann sein, die Flashlight geht nicht mehr an. Was ist das? Was ist der Boden? Mach auf. Okay, wieder zurück.
Ich meine, ich könnte jetzt eh nicht wegrennen vom Killer. Kann ich mich an sich gesehen auch killen lassen, denke ich. Das ist eine gute Denkweise. Gleich aufgeben. Nicht versuchen zu kämpfen, gleich aufgeben. Nimm mich, Killer. Nimm, was zum Fischtank. It's fake. Toll. Hä? Ja, hier geht's nirgendwo anders lang. Das heißt, ich muss hoch. Das habe ich mir fast schon gedacht. Wie hält er überhaupt die Taschenlampe? Die ist am seinem linken Auge unten drunter. What the? Oh. Es kommt wieder das Laufgeräusch. Das creept mich immer noch out. Alter. Ich hock da an der Tür und guck raus, ob das, als ob das was bringt. Kann ich da drauf springen? Oh, vielleicht kann ich da von ihm wegspringen einfach. Ich gehe auf die Kiste drauf. Ich glaube nicht, dass die Killer sonderlich athletisch sind. Wenn man so an Michael Myers oder sowas denkt, die konnten ja immer nur einfach laufen, das war's. Vielleicht kann ich einfach vorhin davon klettern. Mach mal auf hier. Hier kann man sich verstecken. God fucking shit. Das mit der Steuerung, die ist so clunky. Alter, was hat das? Achso. Ja, okay. Scheiß mal, der Hund ruf. Okay, tschüss. Oh, fucking shit! Scheiße, genau reingerammt. Hä? Wo bin ich? Okay. Anscheinend. Also, zurückrennen und verstecken bringt nichts. Moment. Wo hat er mich erwischt, wo ich hier rausgerannt bin? Hier warte. Vielleicht schaffe ich es, hier reinzurennen und mich hier zu verstecken. Ich renne hier rein, mache hier die Tür auf und verstecke mich hier drin. Versuchen. Aha, aha. F. Ha, was machst du jetzt, Freund? Problem ist jetzt, er rennt da rum und ich muss trotzdem irgendwie an ihm vorbeikommen. Ich kann nämlich nicht raus aus dem Haus. Was mache ich jetzt? Ha. 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 War vielleicht gar nicht so clever. Der rennt immer noch irgendwo rum, also anscheinend, der bleibt da. Er scheint irgendwo über mir zu sein. Was mache ich jetzt? Oh! So viel zum Thema, du kannst den Sound, den du hörst, nicht trauen. Einfach mal durchrennen und hoffen. So aus Beste. Oh, Moment, ich hab eine Keycard gehabt, die ist weg. Oh, Bullcrap! Ist das scheiße. Ich hatte eine. Ah, die hast du gespeichert. Na, leco mio. Irgendwas drücken anschalten hat. Ah, das ist jetzt ein guter Raum, glaube ich, zum Wegrennen. Ich muss die Brille ausziehen, ich sehe es so beschissen. Oh. Da hat der Graf das Stab hin. Das sieht noch schlechter wie ich. Aber wieder ab. Der geht nur in den Raum und dann verpisst er sich wieder. Und das sieht absolut beschissen, das ist geil. Okay, Moment, dann ist in dem Raum wahrscheinlich irgendwas Geiles drin. Mal kurz auf hier. Ich mach kurz so. A Ball Cutter. Sweet. Hey, I want you. Be fucking dead wahrscheinlich, aber nope. Oh, oh, oh. Erstmal die Wand reingedrückt, okay.
Ich habe auch nicht mehr die Fuse. Ich habe gar nichts mehr. Ey, ich kotze ins Essen. Weil ich so ein dummer Spacko bin. Oh, ich bin zu blöd. Oh, ich bin zu blöd. Okay, Moment, ich probiere was. Kann ich die Tür öffnen und kann dann den umkreisen, wenn ich es brauche, dann spast. Ich hab gehört, war er oder war das die Tür, ja? Könnte er gewesen sein? Er? Hab mich entdeckt, Motherfucker! Oh, er hat mich entdeckt! Oh, er hat mich entdeckt! Er ist super laut! Ist er hinter mir? Ich hab keine Ahnung, hinter mir ist. Ich renn einfach mal um mein scheiß Leben. Ich kann nicht wegrennen! Alter, ist das hart, komm wieder rumschreien, das ist viel zu laut, der Scheiß. Mach mal zu hier. Oh, ist das laut, Alter! Da krieg ich ja einen Herzkoller. Fucking shit! Oh. Fucking Herzkoller. Ich bin zu alt für den Scheiß jetzt schon. Fucking shit. Okay, ich glaube, ich bin tot. Verarschte Punk. Parkour. Ich bin, glaube ich, tot. Alter, ist der schnell. Wie zum Fuck ist der so schnell? Heilige Mutter, ist der Wichser schnell. Lecco mio! Wo hab ich die Keycard damals hergehabt? Wo lag die? Ach du Schande! Der ist viel zu schnell, Langer! Ich kann gar nicht davon rennen, für was kann ich überhaupt rennen? Holy fucking shit! Der Kerl grunzt die ganze Zeit rum, der ist wie die Schweinedolche von Diablo 3. Gott, hab ich die Dolche gehasst. Oh, was zum... Oh, so ganz schön weh, das Ding. So, jetzt kann man wenigstens auch besser meine entsetzten Augen sehen, wenn ich gerade irgendwie gekillt und gefressen und vergewaltigt wird. War hier was? Ich habe a Fuse, habe ich vorhin gefunden, die Sicherung. Und ich könnte auch schwer, dass ich eine Karte gefunden habe vorhin. Wo war denn der ganze Rotz? Wie bin ich vorhin hier drin entkommen? Und dann wurde ich in der Küche aber noch gekrallt. Wie, was? Als ob? Grandfather Clock, die will ich nicht spielen. Was auch immer das hier ist. A Fuse. Achso, wahrscheinlich, wenn der einen verfolgt und du bist hier wieder runtergegangen und blickst auf die Ding, auf die Uhr, dann rafft er das, dass du hier drin bist. Aber wir sind ja diesmal vorbereitet. Wir sind ja schon zweimal gestorben. Alter, ich hab fast einen Koller vorhin bekommen, ey. Geil. Ich bin fast verreckt. Okay, wo war die Karte? Puh. Wie kann der schneller rennen wie ich? Ich bin so fucking schnell, dass ich mich nicht mal richtig kontrollieren kann, wo ich hinlaufe. Der läuft einfach schneller. Ist so ein fettes Schweinevieh und es rennt einfach schneller. Wo war die Karte? Ist schon geil, ehrlich. Ist schon richtig geil. Oh, Alter. Wie ich mich einpisse. Was ist das? Ich glaube, der kommt her. Ne, kommt da nicht. Ich krieg einen Koller. Keule, ich krieg einen Koller. Wo ist das Ding? Hä? Wo ist das scheiß Ding? Ist es jetzt so anders?
Hä? Ich find's nicht mehr. Hä? Oh fuck, ich häng an ihr. Ich häng in der Decke. Jetzt nur. Okay, eben ist er da runter. Wo ist das Scheißteil? Oder habe ich es noch? Nö. Es ist weg. Spawn ist immer woanders, oder? What the fuck? Von wo lange? Von hinten, der Lümmel. Aber der Boltcutter war weg. Ich konnte nichts mehr machen. Ich muss mich eh töten lassen. Da war weg. Die Fuse ist auch weg. Okay, ich glaube, das Spiel löst sich langsam in seinen Einzelteil auf. Das Zeug verschwindet. Entweder verschwindet das Zeug oder es spawnt immer woanders. Aber wo soll es denn jetzt spawnen? Wäre ja auch dumm. Ich meine, das ist ja immer am Anfang. Am Anfang bist du ja noch nicht gejagt, dann hättest du immer bloß längere Anfangszeit, wo du nach irgendwas suchen musst, ohne dass wirklich irgendwas passiert. Also wenn die Fuse nicht mehr bei der Uhr ist, ist es auch ass. Kannst ja nicht mehr aussehen auf die Uhr klicken. Ich glaube, dass das Spiel sich auflöst. Ehrlich. Was zum Fuck? Die Sachen sind einfach weg. Sogar Crystal ist weg. Oder liegt das Zeug jetzt hier draußen irgendwo? Ist es einfach hier irgendwo gespawnt jetzt? Wenn ich mich jetzt nochmal umbringen lasse, spawnt es dann wieder oder verliert das Spiel noch mehr dann? Bin ich dann weg? Bin ich dann einfach weg? Ist der Killer dann weg? Oder ist es jetzt irgendwo anders da oben einfach gespawnt? Oder? Was passiert denn hier gerade? Moment. Was soll die Tür von dem Raum? Okay, Moment. Der Raum ist neu. Tatsache, deswegen ist sie da jetzt. Das Problem ist aber, dass ich jetzt nicht sehe, ob er von hinten kommt, egal. Du hörst ihn aber halt auch scheiße bloß. Ist er jetzt schon hier oben gewesen oder nicht? Kann ich irgendwie so gucken? So sehe ich beide sein. Da hab ich durch die Wand gesehen, der Lump! Der ist einfach ewig laut, aber ist gar nicht da. Was soll das heißen? Das Spiel hat auch so Schockermomente. Gott erleid, ey. Und es laggt. Ich hab den Boltcutter. Der ist wieder da. Wo ist die Fuse? Ist hier drin? Irgendwo? Nope. Hier irgendwo? Nope. Hier irgendwo? Oh fuck, das war's, Alter. Keine Chance, Mann. Was soll ich noch machen, Lange? Das kannst du ja voll knicken.
Wenn das Zeug irgendwo anders da spawnt, bist du gebumst. Wenn das Zeug nicht am Anfang spawnt, bist du gebumst. Und dann kommt auch noch genau durch die Tür dann Lump, ey. Ist die Fuse da? Ne, ist sie nicht. Keine Ahnung, was ich machen soll ohne die. Ich brauch die ja. Ich brauch die Karte und die Fuse und das Zeug verschwindet einfach. Ich dachte, da liegt. Hä? Siehst du, da fliegt immer irgendwas entlang. What the? Ach, das sind die Käfer. Aber das erste, was ich jetzt mache, ist mir egal, ob ich von einem Schweinetypen gebumst werde. Die sind in diesen abgeranzten Raum reinlaufen, um mir den mal anzuschauen. Weil das sieht echt ranzig aus. Okay. Was ist das? Eine Keycard! Ja, bin ich wegen. Ich kann es nicht mitnehmen. Okay, nein, nicht. Kann ich den Raum? Ist hier was drin? Hallo. Ja, nee, tschüss. Der Vodka, der ist auch nicht da. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das so sein soll. Ist das Ding eine random KI oder was ist das? Wo treibt der sich überhaupt rum gerade? Ist hier irgendwo irgendwas? Ist hier ein Boltcutter? Und guckt, hier war keiner. Ist mir jetzt auch egal, wenn er mich killt, weil das Zeug ist, glaube ich, weg. Ich glaube, das Zeug ist einfach weg. Ist mir egal, wenn er mich killt. Die Keycard kann ich immer aufheben. Oh doch, auf einmal geht's doch. Aber es geht wahrscheinlich erst, wenn die Fuse da ist. Ja, ich brauche den Bolt Cutter. Auf alle Fälle. Und ich brauche Ding. Die Fuse. Aber beides ist nicht da. Beides ist nicht da. Ganz Zeit, dass ich mich töten lassen muss. Ist das dumm, aber das wäre ja schwachsinnig. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe ja jetzt geguckt, ich habe jetzt in jeden Raum unten geguckt, da war nichts. Da an der Stelle, wo es immer war, ist nichts mehr. Man sollte meinen, inmitten vom Oktober wird es keine Fliegen mehr geben, aber nein. Denn wir haben mitten im Oktober immer noch Hochsommer anscheinend. Wir haben 28 Grad. Oh fucking shit, Wochenende glaube ich. Fuck you, asshole, ich hänge. Fress den Tisch, du Punk. Du schaffst es! Was macht er da? Der hat auch keinen Bock mehr. Der hat auch einfach keinen Bock mehr. Alter, die Schreie sind geil. Das Soundtechnisch ist ein richtig geiles Spiel. Der schafft's auch langsam bis zum Ende. Wie sieht denn der aus? What the fuck bist du lange? Eine Eule mit einem fucking Geweih? Was ist das? Was? Ach, da hat so ein Skelett von einem Hirsch oben im Gesicht hängen und lange Haare. Das bin ich in der Zukunft. Mit einem Schreckkörper. Geil. Die Mucke, wie dramatisch und spannend. Der Marathonläufer. Jawohl, Langer, du packst es. Du packst es, Langer. Du packst es. Hast du den Kopf gestoßen? Was ist das für eine Bremsspur? Die Mucke. Ah, fahr, ich bin hier. Nein, ich bin hier. Vielleicht bin ich doch hier. Oder vielleicht doch hier? Okay, KI ausgehebelt. Toll, aber das Zeug ist trotzdem weg. Was mache ich denn jetzt? Also das Spiel ist anscheinend getestet worden. Ich stehe auf dem Tisch. Es ist nicht schwer auf dem Tisch zu stehen.
Komm, kannst du mich schon hier auskillen? Hey, komm. Wie nah muss ich eigentlich ran? Kann ich ihn anklicken? Nö. Ich möchte ihn schlagen mit dem Stuhl. Ja, okay. Lang nehme ich ihn schon auf. Eine Stunde fast. Ich denke, es ist Zeit aufzuhören. Die Kamera wird auch nicht mehr scharf. Eben. Irgendwie, das Spiel hat sich aufgelöst. Das Spiel hat sich komplett aufgelöst. Die Sounds sind einfach weg. Der Dude hat keinen Bock mehr und keinen Plan, was er machen soll. Töte mich. Jawohl. Der Arsch ist so fett. Er stinkt so hart. Der Gestank bringt mich um. Heile ich mich wieder? Nö. Der immer noch rumlaufen. Ich hab ihn drauf rumgrinden. Oh, scheinbar sogar. Ich hab mich durchgebackt. Ha, hätte schon gedacht, Freund. Liegt da oben was? Ist da oben was? Komm aus dem Weg, Langer. Ich muss auch hochgucken. Weißt du, wo das Zeug liegen soll? Weiß nicht, wo das Zeug sein soll. Weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich weiß schon, was ich machen soll, aber irgendwie. Weißt du, ob das so sein soll, dass das Zeug verschwindet? Kann sein, dass ich schon mal von vorne jetzt kurz probiere, um zu sehen, ob das Zeug einfach wieder erscheint. Okay, noch ein Versuch. Ich versuche jetzt noch einmal in den einen Raum da reinzuschauen. Die spawnen doch woanders. Jesus, okay. Moment. Das Ding ist weg. Wo ist das jetzt aber? Die Karte da? Die Karte ist auch weg. Alter, es ist dumm. Ist hier was drin? Zu. F. Hallo. Ich denke, hier bin ich am besten positioniert, um ihn sehen zu können. Und gleichzeitig am nächsten an den Türen zu sein. Aber jetzt ist wieder. Jetzt habe ich die Fuse. Ah, der Bolzenschneider ist weg. Wo könnte denn der noch sein? Soll das ein Schocker sein, oder? Okay, na, wenn er meint. Die magische Tür der Verteidigung. Niemand kann sie durchdringen. Zeig mal, hier ist hier irgendwas. Irgendetwas. Geh mal weg da jetzt. Oh, ah. Sache. Können wir da reingehen, die magische Tür der Verteidigung? Cool. Das Spiel ist so verbuggt. Jetzt habe ich die Fuse, den Bolzenschneider und jetzt ist die Karte weg. Leck mich an meinem After. Ehrlich. Ehrlich. Da muss ich erstmal fett Bärenmagel Kakao trinken, um mich zu stärken. Jetzt für die lange Suche. Das ist jetzt so blöd. Kommt er jetzt gleich wieder ums Eck und schreit mich an und geht dann einfach wieder. Ich weiß nicht, wie man Türen öffnet. Ich gehe. Aber siehst du, bleibt der Kerl. Läuft er da drin rum? Läuft der Penner da drin gerade rum? Nö, nee, tut er nicht. Lange ist es ein Fettsack, ey. Der bollert da rum. Ist hier irgendwo eine Keycard? Nein. Alter, Lag.
Na, fucking Reaktor hier gestartet oder was? Alter, was passiert jetzt? Explodiert das Haus? Alter, jetzt gehen auch die Frames down. So, wo ist die Keycard? Oh, ist auf alle Fälle schon mal viel heller. Das ist so ein PS1-Spiel. Oh nein, er hat mich entdeckt. Kann ich die Tür wieder zumachen? Schade. Ist aber ultra laut alles. Ich verpiss mich. Laut, du hörst ihn nur schreien die ganze Zeit. Du raffst gar nicht mal, warum hinten und vorne ist, weil das so laut schreit, der Dude. Halt doch mal's Maul. Die Angst ist komplett weg. Weil ich schon wegen diesem Boltcutter da so ewig rummache, ist die Angst ist einfach weg. Oder wegen der Keycard. Die ist bestimmt jetzt irgendwo, wo ich sie empfinde. Die ist jetzt irgendwo unten oder sonst wo. Ich kurz. Irgendwo, wo ich das nicht richtig geguckt habe. Aber jetzt weiß ich wenigstens, der Boltcutter kann bei dem Spacko im Raum sein. Die Fuse kann auch unten in dem Müll liegen. Da habe ich noch nicht geguckt. Das kann aber auch sein, dass die Card vielleicht da jetzt links in dem Müllhaufen liegt. Wo ist denn das Arschloch? Wo ist denn der Dude? Der Dude ist weg. Ich glaube, da hat sich irgendwo wieder festgepackt. Aber wenn ich jetzt rausgehe, bin ich tot. Ich verwende meinen Arsch. Sag ich schon, der hängt da ist. Er ist echt. Hockt er da ganz einfach vor der Tür, der Lump? Verrückter Mongo. Was mache ich denn jetzt? Warum hat er die Tür überhaupt mit seinem Arsch zugemacht? Ja, ich gehe. Tschüss. Ist er fix auf einmal! Wie einfach durchläuft. Was mache ich denn jetzt? Der Dude, ey. Geht mir auf den Sack. Wieder bloß die scheiß Keycard, Mann. Stell ich mal jetzt so an, als ob du irgendwas verlierst dabei. Was ist, wenn ich hier jetzt stehe? Sobald ich auf dem Boden bin, wieder normal schnell. Was ein Typ, ey. Was ein Typ. Komm, leck mich doch. Alter, Freunde, was ist krass. Komm, leck mich doch. Oh, Lager! Was zur Hölle? Ich hab das Spiel, glaube ich, kaputt gebockt. Wo ist die Keycard? Das Spiel, Mann, das hat mich fertig. Das soll mich gruseln, nicht zu lachen bringen. An die Schnauze, Lager, wo bist du? Was ist mit dir los? Da vorne ran. Krasser Typ, Mann, krasser Typ. Oh! 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 Okay. Jetzt muss ich wieder irgendwie hochkommen. Aber jetzt weiß ich, wo alle Sachen liegen können. Hat er mich durch die Decke gesehen? Hängt mein Kopf durch die Decke? Oh! Da kommt der hoch, der Motherfucker! Auf einmal, Langer! Der Hund! Der Megatroll! Gebaitet, Langer! Der Troll des Todes! Ich glaub's hat, Alter! Du dreckiger, was auch immer du bist, ey! Wow! Als ob, Langer! Als ob!
Die ganze Zeit war das, der Tisch war die ganze Zeit ein Mysterium für den. Ein Mysterium, der wusste nicht, was er damit anfangen soll, weil man läuft einfach hoch. Vorhin rennt er mit 500 Stundenkilometer durch zwei Türen hindurch und schließt dabei. Der ist durchgerannt und macht sie dabei zu. Und jetzt läuft er einfach auf den Tisch hoch. Der hat keine Erziehung, der Mann. Wer läuft schon auf dem Tisch? Scheiß mal auf das Morden, aber auf dem Tisch laufen? Vielleicht wollen da noch Leute essen, du Ekelhafter. Junge. Okay, aber jetzt wissen wir es ganz fucking genau, alles durchsuchen, ey. Jeder scheiß Müll auf, jede Kakerlake wird umgedreht. Gib mir die Fuse lange. Boah, was? Ich bin in der fortgeschrittenen Dunkelheit gefangen. Okay, hier ist die Fuse. Ich kann auch ruhig die... Guck mal, wie du extra folgen ganz komisch auch klicken musst, damit du die Fuse bekommst. Damit du für extra die Dinge aktivierst, die Uhr. Was für eine Gauner-Scheiße. Okay, a plant. Es bin... Warte, um dies. Hä, was denn? Was macht der Killer hier? Der hängt hier rum und isst aus Schüsseln und wässert die Pflanze, aber rennt rum und tötet alle. Was ein Haufen Scheiße. Das indicated gar nichts hier, Mann. Lass ich mal gucken, ist hier was? Ist eine Fuse? No. Ich habe ja die Fuse. Ist die Keycard hier irgendwo? Ist hier die Keycard? God fucking damn. Was ist das hier? Coole Plastikflaschentextur. Rennt der Hund echt zum Schluss auf den Tisch hoch. Jetzt mache ich mich die ganze Zeit über ihn lustig. Und dann läuft einfach der Tisch hoch. Da hat er es einfach geschnallt. Hat er einfach dabei gelernt, ey. Was ein lümmelischer Asmal-Poster. Wo denn? Hä? Wo dann das eben? Wo dann das eben gelesen? Mal Poster. Wie habe ich denn das eben gelesen? I need to open the fans. Ja, 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 ist mal ganz cool, mal ganz locker. Okay, Top Speed. Gib mir die Keycard. Mit einem Ballcutter. Wer ist das hier? Scheiße. Nimm mir mit den Scheiß, okay. Mach auf. Mein Rechner ist kurz zum Explodieren. Fucking shit. Damn, warum geht's nicht? Was ist das für ein Geräusch? Verpiss dich, Schlange. Ich bin in der Lampe, du kannst mich nicht sehen. Der verliert mich manchmal aus den Augen. Der verliert mich manchmal aus den Augen, ganz komisch. Ich hab aus den Augen verloren. Zum Glück habe ich Stealth auf Level 100 geskillt. Okay, tschüss. Wo ist die Tür? Hier ist sie. Achso, ich kann schreien. Und jetzt soll ich hier wieder raus, oder was? Irgendwas wegcutten. Ich habe mich an den Rohren festgepackt. Jetzt natürlich ist das Ding wieder offen. Ich kann einfach raus. She has the keys to the... I hope she's fine. She has the keys to the cars. Ach, nur deswegen interessiere ich mich nämlich. Da ist eine zweite Taschenlampe. Okay. Aber ich stehe gern... Ich muss aufhören, aber... Jetzt ist wieder cool, jetzt geht's weiter.
Ich hab jetzt eine Stunde und eine Viertel, eine Stunde und eine Viertel, eine Stunde und 15 Minuten, eine Stunde und eine Viertelstunde aufgenommen. Wir haben 3 Uhr nachts. Eigentlich wäre es echt geil, aber ich muss irgendwann noch wieder pennen, ey. Aber ich find's cool. Was passiert, wenn ich jetzt wieder reinlaufe? Ist mein Licht überhaupt noch an? Ich sehe gar nichts. Es geht nicht mehr. Sad life. Was ist, wenn ich hier zurückrenne? Der LKW ist auch noch da. Ja, der LKW ist auch noch da. Wie kam der da überhaupt rein, der LKW? Wir brauchen die Schlüssel fürs Auto gar nicht. Wir können die zurücklassen, denn da steht ja noch ein Taxi in der Gegend rum. Sag mal, bin ich geschrumpft? Bin ich im Boden drin? Wie hat der Crystal jetzt so schnell gekillt? Moment, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Ah, das sieht jetzt cool. In welche Richtung muss ich denn? Kann ich eigentlich hier mitten in den Wald laufen? Da ist irgendwas, aber ich weiß, da war noch ein Tunnel. What the? Was ist das für eine Grafik? Was ist das für eine Grafik, Mann? Als ob. Okay. Das Auto geht. Steig ein. Ich meine, Crystal ist tot. Wen juckt's? Ach, Moment, die hat doch die Autoschlüssel. Muss ich zu der alten jetzt nochmal hin? Wie auch geil, wie leicht erkennbar sie ist wegen der Taschenlampen. Tatsache. Oh, tschüss. This is crazy. I need to get some help. Moment, soll ich irgendwo rein? Oh fucking shit! Ich soll auf alle Fälle rennen um mein Leben. Ob ich aufs Auto drauf kann? Was mit dem ganzen Nebel auf einmal? Aufs Auto! Oh fucking shit! Um die Beine rum. Und die Beine um die Bäume. Ja, egal. Das ist nur eine Fleischwunde. Die Bäume retten mich. Parcours. Links, rechts, Schlangenlinien. Ist irgendwo ein Tisch, der mich rettet? Tisch! Oh, da kann ich echt drauf. Oh, Scheng! Ja, aber was mache ich jetzt? Renne ich jetzt zurück zum Zeltplatz oder was? Jetzt wieder schöne Bäume. Soll ich mich im Klo verstecken? Er hat mich verloren, das ist schon mal gut. Aber wo muss ich hin? Das ist schon mal schlecht. Fucking shit. What the? Moment, hier ist der Tunnel. Ja, genau, hier oben war das. Wo habe ich mein Auto überhaupt geparkt lange? Hier ist kein Auto. Nimm deine Tasche und dann haben wir ab. Wie komme ich zu meinem Auto? Wo ist das wohl? Wo ist mein Auto? Dude, wo ist mein Auto? Wie einfach alle tot sind. Aber wie viel... Ich meine, da hangen 3 Leichen oder 4 Leichen. Da haben die zu viel da alles leer gesoffen? Was war das für eine Party zu viel? Die sind komplett durchgedreht, ey. Respekt, ehrlich. Oh. Kann ich aufs Auto? Release, ich kann aufs Auto. Ich hänge am Auto. Oh nein, ich muss alle anklicken. Wieso weiß ich nicht, wie das Auto von der Alten aussieht, du Punk? Was ist mit dir? Was ist das für ein Scheißhaufen? Bestimmt das Polizeiauto.
Yeah! Vielleicht sind wir mit dem Bus gekommen. Ja, komm, komm hier nach hinten. Komm, komm hierher. Ja, genau, so. Fuck you! Fuck you! Ey, weißt du, was mein Auto war? Ich find's ja nicht immer. Au! Ey! Nicht spinnen. Erstmal heilen lassen. Ich könnte auch rausrennen und könnte ihn wieder an den Bäumen abschütteln. Das funktioniert gut. Wie wolltest du hier überhaupt raus haben? Wieso ist der Scheiße so komischer Park, Mann? It's locked. Die Tür ist sogar offen, du Spast. Was heißt denn jetzt locked? Wir den Dude in den Bäumen verlieren. Wieso kann ich nicht in das offene Auto einsteigen, was sogar an ist? Der Kerl ist so fertig mit der Welt, der will sterben. Connor, sag's doch einfach, dass du suizidgefährdet bist. Ist in Ordnung. Ich schalte dich nicht auf. Mir wurscht. Hä, welches Auto soll's denn sein, Keule? Aua. What the, was war das? Flup, flup, flup. Wieder hier drin. Welches Auto soll das gewesen sein? Ich war doch an jedem Auto, ey. Verscheiß er mich doch nicht. Oh. Na, ja, das war leichter als geplant. Okay, so. Hier durch. Ich glaube in die Richtung. Hier sind die Toiletten. Gott verdammt, wo waren das nochmal? Wo lagen die Alte jetzt nochmal? Du scheiß Taxi. What the? Ja, damit kann ich nicht mehr fahren. I found a car. Hey! You have escaped! Haben wir es doch noch gepackt? 1,5 Stunden. For now. Gibt's mehrere Level? Das sucht jetzt die nächste Freundin auf, die er auf irgendeinem Festival mitnehmen kann und dann schiebt die dort auch. Oder du bist das nächste Mal die Freundin und er stirbt. Aber Connor ist halt ein cooler Name, der soll nicht sterben. Yeah, geile Mucke. First Game. Das erste Spiel. Northbury Grove ist Scythe, Scythe, keine Ahnung wie man das ausspricht, aber ich glaube es heißt Sichel. Dev Team's first game, we hope you enjoyed it and look for our future titles coming very soon. Game created by Caleb Alfader. Der Alfader? Was ist denn das für ein geiler Name? Aber cooler Song. Modeling and Level Design, Blake Rabel. Das war gut. Das war echt gut. Ich war nicht gewusst, dass das erste Spiel von denen ist. Ich dachte, dieses Power Thrill Killer Spiel wäre auch von denen gewesen, aber da habe ich mich anscheinend getäuscht. Das Spiel wurde heiß gemacht für mich. Nee, halt nur ein Quatsch, das ist ein falscher Satzbau. Ich bin auf das Spiel heiß geworden, so rum. Durch eine Facebook-Gruppe, die ich eingeladen worden bin von irgendeinem komischen Thailänder. Weiß nicht, warum der mich geaddet hat, aber es war mir egal. Dann hat er mich in die Gruppe auch noch eingeladen und das war super. Die haben da lauter so 80er Jahre Zeug, Synthwave, Retrowave, Gedöns,
Da wurde auch ganz Zeit das Spiel gepostet. Ich beobachte das jetzt schon ganz falschen. Und ich habe mich ganz Zeit ordentlich gefreut. Und wenn es echt ein Kerl sein erstes Spiel war, dann war das ein verdammt gutes Spiel fürs erste Mal. Leck mich am Arsch, das war geil. Ich habe mich gegruselt wie Scheiße am Anfang. Der Style ist cool, der Artstyle ist cool. Die Grafik ist cool. Der VHS-Effekt ist cool. Das Spiel ist ein bisschen seltsam programmiert. Wie gesagt, ich habe am Anfang richtige Probleme gehabt, das überhaupt zum Laufen zu bringen oder die Aufnahme zum Laufen zu bringen. Und ich schaukele die ganze Zeit rum, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Aber es war geil. Es war echt gut. Es war richtig gut. Es gibt anscheinend echt zwei Level. Alter, ist das laggy. Warum ist es so laggy? Oh, ist es laggy. Alter, Frame Drops. Ich bin das. Ich bin der Dude. Ich bin der Dude. Ich bin der Dude. Der Trinitiamond. Alter, Freund, wie konnte er mich fangen mit solchen Frame Drops? Mit seinem Teddybär. Jawohl, niedlich. Das Spiel war richtig geil. War cool inszeniert. Sah cool aus. Ich habe mich am Anfang richtig eingepisst. A Game Crop is a community asset. Bis ich halt dann geschnallt habe, wie ich einen Dude verarschen kann. Und bis ich mich halt ein bisschen aufgeregt habe, weil Ding. Oder was ist aufgeregt? Bis ich halt ein bisschen abgefuckt war. Evil answered. Das eben Ding, dass die Sachen da irgendwo immer spawnen. Und ich sie immer wieder suchen muss. Diamant, Tatsache. Hallo. Beim Fernsehen. Bisschen gemütlich Fernsehen gucken erstmal. Alter Freund, die coole Uhr. We always answer the void. Wo zum Fuck bin ich, Alter? Was ist es so framisch? Coole Sound-Effekte. Was zum Wort das? Will er always answer it anscheinend. Das komische. Es ist in mir. Ja, ich kann nicht mehr kommen, es ist in mir. Okay, ich krieg komische Striche im Bild. Und jetzt? Was sagt mir da, wo jetzt soll ich runterspringen? Sieht immer dunkler. What the fuck, wo bin ich? Please insert video cassette. Würde ich gern. Leider sind all meine VHS kaputt gegangen über die Jahre hinweg. Die sind aber auch schon fast 30 Jahre alt, also. Ey, komm, ich wollte nur ein bisschen Smalltalk aus Spaß machen. Was ist jetzt, oder? Okay. Ganz schön happisches Ending. Happisches? Happisches. Ja, anscheinend war es das. Oh Gott, was mit meinem Bart passiert, wenn ich gespielt habe? Der ist voll aufgepolstert jetzt. alter Freund. Das war nicht schlecht. Mach deinen Scheiß hier mal zu. Das war wirklich gut. Also, ich werde den Link in die Beschreibung unten einfügen, für die Leute, was downloaden wollen. Komplett kostenlos, man kann die Leute aber auch unterstützen, wenn man möchte. Downloadet den Scheiß, wenn ihr es selber spielen wollt. Ist ziemlich geil. Ich habe mich weggepisst am Anfang, ey. Nicht mehr normal. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Besonders jetzt, wo ich gezeigt habe, wo der ganze Scheiß spawnt. Also da werdet ihr nicht irgendwie dumm rumsuchen müssen. Aber das macht wahrscheinlich auch ein bisschen den Reiz aus, weil ich habe es ein paar Mal probieren müssen. Habe mich ein paar Mal eingepisst. Und das war schon cool so wahrscheinlich. Aber leider war es halt etwas zu viel, weil ich halt dann die Monotonie hat dann halt eingeschlagen und ich habe angefangen, den Typen zu verarschen, anstatt mich zu bepissen. Ja, egal. War ein cooles Spiel. Empfehlenswert. Ich empfehle es weiter. Das hat Spaß gemacht. Ich werde diese, hab vergessen, wie sie heißen, beobachten. Wenn die noch mehr rausbringen, wird es auf meinen Kanal nochmal hochgeladen, weil das war geil. Das hat echt Spaß gemacht. Das kann man echt nochmal spielen. Das war cool. Und ich werde, denke ich, auch vielleicht in Zukunft noch mehr Horrorspiele in dem Artstyle spielen. Wie gesagt, ich mag diesen schlichten Horror
Grafikstil, weil die halt ist einfach von der Atmosphäre her einfach meistens viel besser. Die tun sich dann, weil sie weniger sich eben auf die Schocker-Momente und auf die Grafik konzentriert haben, mehr auf die Atmosphäre konzentrieren. Und die Atmosphäre in Spielen, in Filmen, bei Liedern ist immer mega wichtig und immer mega geil. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Und das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Oder wie es in den Worten von True MG erklingen möge. Atmosphäre. Also dann, bis die Tage wiedersehen. Quatsch, 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 Quatsch,